Die guten Feuerzeuge gehen nicht mehr. Ich muss mich beruhigen. Weißt du, ich muss mich beruhigen. Ja, ich will einen fetten Auftrag hier schreiben, was meinst du? Das ist ein guter Tag, oder was? Ja, der muss. Das nützt nichts. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Ronny ist gut drauf. Weiß er denn schon, dass du einen fetten Auftrag schreiben willst? Nee, aber das werde ich ihm schon gleich erzählen. Ich wollte dich ihm vorwarnen. Mhm. Wolle steht draußen. Wieso? Will einen fetten Auftrag schreiben. Guck, da ist er. Hier. Der Typ, ne? Ganz ehrlich, der Typ. Oh, der hat schon Segel, diese Sonnenbrille, dieses Bosshemd, diese Armani-Schuhe, diese, ich kann es nicht mehr ertragen. Was ein Scheiß-Typ. Oh. Ich kann das auch nicht mehr. Ich ertrage das mit diesem Typen auch nicht mehr. Was will der schon wieder hier? Er hat gesagt, einen fetten Auftrag schreiben. Fetten Auftrag schreiben? Ich will gar keine Aufträge mehr geschrieben. Es gibt nichts mehr. Finito, Ende, nada, nixos. Gar nichts mehr mit dem Kerl. Aber dann regeln wir gleich schon. Warte mal eben, du. Der geht mir so auf den Nüsse, du. Du musst dir gleich mal sein T-Shirt angucken. Ja, nee, Boss, bestimmt. Nee, Förch Racing Team. Oh, so weit ist er schon aufgestiegen, dass wir schon mit dem Chef zusammen schon Rennen fahren. Ja, das wäre nämlich auch mal, wenn sie uns dazu mal einladen würden, wir als Großkunden, dazu müssten sie uns mal einladen, die Hunde. Dann machen sie aber auch nicht. Fürch streicht die Kalender, nee, Würth streicht die Kalender weg und Wolle fährt Rennen und dann wird auch alle dünner. Dann sind wir jeden Tag als Sport, wir haben bestimmt einen eigenen Personal Trainer, der bestimmt. Der hat auch so eine Scheiße, glaubst du das? Also sagst du, der macht keinen Auftrag. Wir sitzen hier, wir kriegen immer mehr graue Haare, wir wissen gar nicht mehr, wo wir es noch hernehmen sollen und da wird es. Ach Gott, was sind wir doch auch blöde. Was beschweren wir uns eigentlich? Wir fahren jetzt in der Eisdiele. Und dann danach zum Amt. Ja, ja, das ist aber das Beste, oder nicht? Dann lebst du sorgenfrei, du kriegst alles gestellt. Wohnung, Gelder, die Waschmaschine ist kaputt, kriegst du neu. Ne? Ja, so muss das sein. Nicht so wie ich. Ich muss jetzt schon wieder eine kaufen, weil meine kaputt ist. Deine Waschmaschine? Weißt du, was eine Waschmaschine kostet? Nee. Ja, ich kannst auch nicht. Kannst du die nicht gleich bei Wolle bestellen? Ja. Oh, eine Katastrophe. Du, ich könnte wahnsinnig werden. Du, der Typ, du, warte mal, da geht kein Grund. Hört mal ab. Wolle, darfst du hier Aufträge schreiben ohne Ron? Der braucht übrigens eine neue Waschmaschine, hat er gerade gesagt. Eine neue Waschmaschine? Ja, da bin ich der richtige Ansprechpartner. Waschmaschine, das ist mein Hauptgeschäft. Auch. Oh. Ich kann. Du bist groß genug, dass du sie machen kannst. Ja. Er schreibt schon Aufträge bei Carsten, ne? Wir schreiben Aufträge bei Carsten. Wir schreiben Aufträge bei Carsten. Du schreibst hier gar nichts bei Carsten. Bist du noch ganz dicht oder was? Ich habe extra 3 Kugelschreiber mitgebracht. Falls du mal nicht aus dem eigentlich rum. Weißt du eigentlich, wo du hier bist? Ja. Im Armhaus der Nation bist du hier. Und du kommst mit Bugatti-Schuhen an. Die habe ich doch bestimmt schon wieder bezahlt. Bei meiner Provision oder nicht? Von meiner letzten Bestellung habe ich die gekauft. Hast du auch? Bei der letzten Bestellung kannst du mal ruhig hier erzählen, wie hoch die schon wieder waren. Mit Kleeborn, mit hast du die gesehen, mit Düttis und Dattis, nee, da waren schon wieder 5.000 Euro. Das ist schon wieder so lange her. Das ist so lange her, war letzte Woche, du Idiot. Das ist schon wieder in Vergessenheit. Jo. Kommst du rein? Ich arbeite täglich, ich arbeite nie nur einmal in der Woche. Oder einmal im Monat. Das ist ja schlimm. Nee. Und dann nimmst du andere Kunden, nimmst du auch noch aus wie den Weihnachtsgans. Und dann ist auch das Schlimme, und die kaufen auch noch bei dir und fragen nicht mal nach dem Preis, weil sie blöde sind. Weil sie ja mal die überteuert kaufen. Anstatt mal schön ins Internet zu gehen, da kannst du die Preise vergleichen, ne? Google ist ja mein Freund, der weiß ja, ne? Geiz ist geil, ne? Geiz ist geil. Weiß ja. Nur unzig, die Kunden müssen ordentlich lösen. Was ist noch dein Spruch zum Internet? Das ist der Untergang. Für jeden Außendienstmitarbeiter. Ne, du kannst immer gleich ehrlich sein und vernünftige Preise machen. Dann brauchst du auch so eine Scheiße nicht. Dann guck ich da auch gar nicht rein. Aber du bescheißt mich, wo du neben sitzt. Du sitzt schon wieder die Hand abgewogen, hast mich schon um 100 Euro beschissen. Nee, ist so. Wenn du mit der Hand schon abwägst, hast mich schon um 100 Euro beschissen, der Typ. Der so unmöglich ist. Das ist ja noch gar nicht angefangen. Jo. Die brauchen auch gar nicht an. Weil du kannst gleich rausgehen und in dein Auto steigen, in dein Porsche, in dein Firmen-Porsche. Hier mit Fürth Racing. Weißt du, dafür haben sie Geld für Fürth Racing. Warum haben sie für Fürth Racing Geld? Weil Ronny Fürth Racing Geld reinbringt. Die macht jedes Mal die Tankfüllung und das ganze Rennen, das bezahle ich immer. Du brauchst das Material. Da musst du dir mal vorstellen, so da kackt man als Firmenchef noch, trumpft man noch so auf, mit dem ganzen Geld, über die Kunden bezahlt, da verbläst er sein Racing. Das kann man ja machen, aber da hält man die Schnauze da drüber und halt, hängt das nicht noch an eine große Glocke. Aber das Schlimme ist, da verdienen die bestimmt auch noch Geld mit, weil der Fürth draufsteht und alle rennen da noch hin. Oh, die sind geil. Die fahren Auto. Die fahren Auto. Die sollen mich mal lieber nehmen. Wenn ich mich in so ein Auto setze, den hämmer ich eine Zeit in Asphalt, ne? Da können die alle nach Hause gehen. So, aber ich bin ja nicht fein genug.
Ne? Dann musst du das Auto nämlich dann 100 Kilo leichter machen, weil ich 100 Kilo schwerer bin. Denk aber das ist auch kein Problem. Denk an deinen Blutdruck. Nee, Bobby, denk an deinen Blutdruck. Wenn du kommst, dann ist der Blutdruck so angeregt. Ne? Denk an deine Gesundheit. Angeregt, ne? Da kriegst du ein Hörnchen bei, ehrlich. Wenn du bei mir eine schöne, fette Bestellung aufgibst, dann geht es dir viel besser. Eine fette Bestellung gebe ich gleich auch. Aber weißt du wo? Für die Imbissbude. Ja. Da gebe ich eine Bestellung auf. Kannst du da hinfahren und holen. Was willst du überhaupt schon hier? Ohne was zu fressen in der Hand. Und auch in einem Imbissbude gibt es auch nicht. Wieso erst 5 nach 11? Du. Ja, ich habe aber schon nach 5 nach 8 vor. Isst du schon Hamburger Pommes um 11 Uhr? Oder? Nee, auch schon morgens um 8 eine schöne Currywurst. Ja. Aber warte mal, abgehunden, die krieg ich auch noch, ne? Ich bin bald wieder im Phantasialand. Für 3 Tage, ne? Habe ich ja wieder teuer gegönnt. Und krieg ich um 11 Uhr keine Bratwurst, ne? Dann dreh ich am Schlitzel. Weil dann stehe ich nämlich auf und dann gehe ich aus dem teuren Hotel raus. Ne? Und dann gehe ich in den Park, ne? So, und dann will ich eine Bratwurst haben. Letztes Mal hat es ja geklappt. Er meinte, no, sir. Ich sag, okay, keine Bratwurst, hätte ich dir die Bude hier. Ne? Da kannst du dir überlegen. So, da konntest du mal gucken, wie schnell sie an den Hüpfen waren und die Bratwurst gedreht haben. Nee, die haben sie gar nicht gedreht. Die haben sie nochmal vom Stapel gedreht, weil die war ja schon viel. Die steht da, die Duftwolke zieht durch den Park durch. Weißt du, muss ich dir vorstellen. So wie so ein aller Comic. Weil sie zieht dann so durch den Park durch, diese Duftwolke. Ja, ja. So, du kommst so von 200 Metern entfernt. Schnupperst du was hinter dir, schwebst du so hoch wie die Comics. Ne? Ja, dann schwebst du so hoch, ne? Und dann schwebst du dahin und dann, was toll. Und dann liest du die Bratwürste, das sabbert dir, es läuft dir aufs Maul. Weißt du, du sitzt davor und denkst, oh, jetzt noch ein bisschen Senf und noch ein bisschen Ketchup und dann passt es. Ne? So, und dann sagen die zu dir, no, sir, noch kein Elf. So die Bratwürste und geh du, nächstes Mal nehme ich mir die Eibach. Schließlich auch bezahlt. Ist das wieder schön. Ron, der ist wieder auf. Ja, aber weißt du, was komisch ist? Den ganzen Morgen ging es mir prima. Ne? Mir ging es hundertprozentig. Ja. Da kommst du mit dem Porsche am Hof gerollt. Da fällt mir nichts mehr ein. Und wen gehört das dekadente Scheißding da draußen? Ich fahr mit dem Fahrrad. Ja, ich auch. Mach mal die Jalousien zu. So, ne? Das kann alles egal sein, oder? Die Rolex umarmen, hör ich mal, hier eine schöne Uhr muss da mal mit drin sitzen. Da musst du mal ein paar Bestellungen mehr machen. Ja, so. Aber schon mal anderen Kunden auch. Eine schöne Föhrk-Uhr, Christian. Ja, eine Föhrk-Uhr, da kann ich mir vorstellen. So ein super China-Kracher für 13,95. Oh, mein Herz. Dass du dich hier auch mal anschneiden lassen musst, ne? Ja. Dabei bin ich so ein sensibler Typ, ne? Kann das überhaupt nicht ab. Nee, der muss aber auch sein, weil dein Blut musste von unten. Bin total sensibel. Bin darum war das halt, ne? So, ne? Oh, Tüller. Das ist unmöglich. Und wieso filmt er dich eigentlich von hinten, Ron? Ist deine Silhouette von hinten irgendwie schöner oder wie? Nee, du, weißt du, was das ist? Nee, Doggy-Style ist das. Also Doggy-Style. Ja, und dann sieht man von hinten, aber das ist heute modern. Das ist halt so. Aber weißt du, woran man merkt, dass du heute nichts verkaufst? Du hast auch nicht mal einen Kaffee angeboten bekommen. So, hier, guck ja, guck mal, die Sauer aus der Wirktasse. Wirktasse, ne? Geil, oder nicht? Was? Das ist Ziggy Biggy. Die habe ich bezahlt. Die habe ich extra für Ron. Die habe ich bezahlt. 20 Stück hat er mir hergeschickt. Ich habe gesagt, die sind umsonst. Ne? Da kriege ich die Rechnung von 200 Euro. Für 20, für 10 Euro für eine beschissene Tasse. Du bist doch nicht ganz dick. Die hast du mir abgezogen. Ich habe gesagt, das ist ein Geschenk. Du spinnst doch. Das war ein Geschenk, oder meinst du? Ja, die eine hier, ne? Die ist schon abgebrochen und da schon abgebrochen. Und außerdem steht ja gar nicht mein Riesing drauf. Mein Besuch ist ein Geschenk. Ron. Mein Besuch. Ja, da guckst du, ne? Nee, ich hätte ja einen Schlaganfall. Ja. Dein Besuch ist ein Geschenk. Junge, dein Besuch ist ein Geschenk. Sieh mal lieber zu, dass die Straße zu dir da wieder heile kommt, wenn ich ja durchfahren kann mit 500. Ja, so. Ja, was soll denn die Scheiße? Sind die noch ganz dicht? Ja. Da musst du ja auch im Zug tammeln, das ist ja nicht mehr normal. Ja, frag mich mal. Ich muss jeden Tag da. Was ist das denn? Und du kannst ja, das funktioniert hier gar nicht. Das sind die Hauptverkehrsstrecke. Ja. Genau wie das so ein Irrsinn. Das so. Machen sie überall, die sind, ich muss es leider sagen, und das kann auch ruhig filmen, ist mir auch scheißegal, die sind gehirnamputiert. Ja. Die sowas entscheiden, die können sie nicht mehr alle haben. Du kannst keine Hauptverkehrsstrecken, wo jeden Tag 50.000 Autos durchfahren, die kannst du nicht komplett sperren. Das funktioniert nicht. Da muss ich eine Seite neu machen, lass die eine auf, meinethalben. Aber dass ich ja durch kann, weil es gibt ja auch Nicht-Ortskundige, ne? So, dann kannst du nur da fahren. Die Ortskundigen ist mir klar, die fahren zu, die fahren da, die fahren hier durch. Aber wir als Nicht-Ortskundige, da stehst du aber da. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so lange dauern muss. Weil das Schlimme ist, ich komme ja nicht mal mehr zu meinem Lieblings-Italiener. So. So, kann ich wohl, wenn ich mit dem Bordschein fahre und so, habe ich auch gemacht. Das ist mir auch scheißegal, aber
Das ist doch nicht normal. Das ist ja auch, da schwächen die auch noch die Wirtschaft mit, die an der Straße wohnt, weil da gar keiner mehr hin kann. Das ist genau so ein Ding. Wenn ich da wäre als Firma, ich werde durchgedreht. Das ist doch normal oder was? Hätte die Warte genommen und den von Kanten geschmissen. Nee, das ist doch nicht normal. Wo kommen wir da eigentlich hin? Ich kann das, ich ertrage das auch nicht mehr, Wolfgang. Ich ertrage das nicht mehr, was in dieser Welt los ist. Aber du kannst du aus Deutschland nicht. Aber du hast auch ein bisschen Psychologenaufgabe hier, ne? Psychologenaufgabe, Psychologenaufgabe. Wenn ich hier weggehe, ne, Dicke, ja, dann hat Ron ein Lächeln auf seinen Lippen. So. Dann ist er wieder gut drauf. Wolle war wieder da. Er durfte wieder was kaufen. Guck dir mal den Klunker an seinem Arm an. Ja, mir fällt doch nichts so rein. Hier, oder ist er hier Le Mont Blanc? Oder wie heißt er unter Tier? Maurice Lacroix. Ja, Entschuldigung. So heißt das Tier mit dem Rüssel. Ja? So, ja, Entschuldigung. Lacroix ist ja was Besseres. Mont Blanc und Maurice und Cartise. Ja? Ich kann ja auch was zeigen. Den Breitlings habe ich und Tag heuer alle auf der Türkei oder was. Ja. Mit 33,80. So. 10 Stück aber. Ja. Immer noch günstiger als die Fürchttasten. Das stimmt. Die hatte mir wie die Gelbe abgenommen. Er ist ein Schweinehund, ist das. Und dann kriege ich wegen ihm mal Ärger. Das ist doch viel schlimmer. Ich habe noch Vertragsbruch begangen wegen dem da. Vertragsbruch? Schickst du mir doch mal einen Kaffee her, ne? Alter, da ist aber was los. Aber der ist lecker, ne? Der mag ja wohl lecker sein. So, nur hatte mir mal einen Backkicker, weil die machten auch Kaffee. Ne? So, die machen jetzt auch den Kaffee. Für euch mag jetzt auch Kaffee. Die machen Kaffee, Koksnoten, die machen alles. So, ist auch egal. So, auf jeden Fall. Dann kommt er mit Kaffeepüdeln an. 5 Kilo. Alles lecker. Hat er dir bezahlt? So. Nee, hat er mir wenig gegeben. Dann probier das aus, Ronny. Alles ist gut. So. Es war noch, jetzt habe ich mal ein bisschen probiert. Dieses Paketchen kommt ja mit in den normalen Schrank. So. Jetzt kommt mein Kaffeevertreter, mit dem ich ja Verträge habe. Ne? Ja. Das ist so. Man hat ja mit den Leuten Verträge. Man nimmt ja so viel Kaffee ab. Da fragt er mich, brauchst du eigentlich keinen Kaffee mehr? Ich sage, nee, wir haben ja noch genug und so weiter, alles nicht. Er macht den Schrank auf, er ist mit dem Gegenfeld, ist ein Föhrkaffee. Wie willst du das erklären? Ja, genau so stand ich da. Wolfgang ist schuld. So. Ja, der hat ihn da reingestellt. So, zack, war wieder Theater. Fremdfabrikate, wir haben einen Vertrag, wir müssen dies, wir müssen das. Oh. Wegen ihm schon wieder in die Scheiße gekommen. Siehst du, bei mir brauchst du keine Verträge. Bei mir kaufst du das Zeug einfach und gut ist. Bei dir muss ich auch eine Kaffeemaschine für 20.000 Euro kaufen, du Idiot. Bei dir krieg ich die so, muss aber den Kaffee nehmen. Dafür. Das sind alles Deals, die verstehst du nicht, ne? Nee, weil du nur Money, Money, Money. Ist mir schon klar. Hä? You are finished. One moment, please. Ja. Guck dir mal die Sonnenbrille an, die da an seinem Tisch ist. Ja, das kann auch nur eine Tag Heuer oder Armani. Ray oder wie heißt das Scheiße? Ray-Ban, ich kenne das ja alle gar nicht so weit. Ich kenne hier nur Kassen. Oh, Armani steht drauf. Scheiße. Nee, aber ich kenne das ja alle gar nicht. Das ist ja. Ne? So, was ist jetzt mit Aufträge schreiben? Ich ziehe mal extra Zwirn an für Ron, weißt du? Beste, was ich im Schrank habe. Ich habe nur eine. Wo ist eigentlich deine Lederjacke? Ja, ich kann ja nicht bei 30 Grad Hitze eine Lederjacke. Weißt du noch, wie er mit seiner roten Lederjacke hier ankam? Und der Kaschmirschal? Ja, ich kann das auch nicht mehr. Ich trage das auch nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht. Weißt du, jeder Vertreter kommt ja auf eine Grasnarbe an. Ob es Würth ist oder sonst wer einer ist, ob Hilti ist, alle, ne? Auf eine Grasnarbe kommen sie an. Und noch was hingestellt und noch was da gelassen und noch was hier und kauft doch und bestell doch bitte und mach doch und tu doch. Und ich sag noch immer, nö, ich bestell bei Vögi. So. Bei Wolle. Wolle. Bei Wolle. Die Wolle ist ja schon für die, die ist ja schon heimlich übernommen. Was ist da für ein Gelächter los im Flur? Habt ihr hier einfach Spaß? Wollen wir gleich mal eben hier unterbinden hier. Was ist hier für ein Gelächter? Wieso habt ihr Spaß?